Kann man schon schießen, wenn man fliegt? Klar! TIE Fighter, nehmt euch in Acht! Ach, Mann. Alle nehmen Speeder nur. Was, so oft nehme ich den Speeder ja auch nicht. Boah, das ist ja hier ein... Oh. Wuhu. Das sieht ja genial aus. Oh, ist das geil. Ach, das sieht das cool aus. Ja, total. Man kann aber nicht in die Ego-Ansicht gehen. Schade. Hab ich auch noch nie probiert gehabt, ehrlich gesagt. Aber nee, schon geht nicht. Okay. Die sind auch echt schnell, die Dinger. Das ist ja richtig geil eigentlich. Ja. Sehr cool. Nur aufpassen, dass man nirgendwo gegenfährt. Ah ja, das ist gefährlich. Oh, ich habe Spieler bestellt, ich habe nicht mal gesehen. Ah, die können auch durchgehend feuern fast. Ja. Was ist R1, L1 gleichzeitig? Dann machst man, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden beim Schießen. Okay. Wann kann man die anderen immer verletzen? Die anderen? Die M6. Ja, da müssen auch irgendwelche Leute vom Boden aus auf die drauf schießen mit so einem Disruptor-Gewehr-Dingsbums. Ah, okay, auch so. Wie bei da. Okay. Wie bei der anderen Karte. Ja, genau. Achso, das war wahrscheinlich das, was ich auf Boot mal rumliegen gesehen habe, auf dem Boden. Ah. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, ja. Ja, klar, sonst liegt der nächste Mal alles auf dem Boden rum. Toll, jetzt haben wir mal einen überfahren hier. Ich hab auch. Das ist gar nicht so einfach, wirklich, finde ich. Nee, weil du musst die wirklich man ganz sieht genau gar nicht treffen. So. Gar nicht so gut. Rein, nicht in den M6 reinfahren. Ich sehe gegen momentan auch, die kommen auch gar nicht mehr raus, die Gegner. Wir wissen schon, was ihnen geht. Gerade in einen anderen reingefahren und da bin ich voll hochgeflogen. Soll sich so gegenseitig hochpushen. Oh, das packt richtig. Ich kann mal einen abschießen hier. Von denen. Stimmt, ich sehe es. Aber auch nur kurz. Schnell von der wollte Phase, sagen, oder? Das war nicht sehr lange. Nur kurzes Vergnügen. Da sieht man ja überhaupt keine Leute auf dem Boden. Ja. Also punktemäßig bringt das jedenfalls nicht. Kann man versuchen, einen TIE Fighter abzuschießen, dann bin ich höher. So hoch geht's dann doch nicht. Das ist ein Defekt. Kühlkörper, kann kurzzeitig nicht überhitzen. Ah, okay. Ja. Na, jetzt bin ich gegen den Dings gefahren. Schade. das passiert mir zuerst. Da gleich nochmal. Gleich nochmal. Allein wegen dieser Anfangs-Reinfliege-Sequenz, oder? Ja, das ist cool, ne? Wo dann sich die mega geil. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Spieler mehr gesehen seit längerer Zeit. Niemand, ne? Ich sehe die. Die kommen gar nicht mehr raus aus den Löchern. Naja. Da bringen die Speeder dann auch nicht. Da müsste man eigentlich irgendwie auch selber in diesen Löchern die ganze Zeit durch die Gegend. Aber. Da sehe ich welche. Da sehe ich welche. Ja, ich habe Kill gemacht damit. Zweier. Ich habe den einen, glaube ich, sogar gefahren, den zweiten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich zwei Kills irgendwie gemacht. Es ist so geil, wenn man ineinander fährt. Das immer rumbackt. Das müssen sie auch nochmal fixen, aber das ist eigentlich witzig. Immerhin, Double Kill gemacht. jetzt sehe ich die Spieler. Da muss man noch ein bisschen genauer gucken, dann sieht man die auch. Was? Den habe ich ja wohl überfahren. Tschüss. Wurde mein Kill gebracht hier. Ja, ich war mehr oder weniger immer nur an den Löchern vorbei und versuche da irgendwo reinzuschießen. Auf gut Glück. Ja, muss ja genau gucken, dann sieht man so manchmal auch welche rauskommen. Manchmal, da läuft zum Beispiel einer. Zwei laufen da! Ja, yeah, einer wird erwischt. Schnapp sie dir! Komm und schnapp sie! Ich schnapp sie mir alle. Wow, ich fliege wieder! Das ist schön. Ich mag die Dinger. Ja, gehen auf TIE Fighter Jagd. Ach man, der ist schon zu schnell wieder hochgezogen. Jetzt kommen sie ein bisschen raus hier aus ihren Löchern. Ich glaube, die TIE Fighter sind auch eher da, um uns zu jagen. Ja, ich glaub's auch. Vier-Spieler-Serie! Wup, wup, oh nein! Kaputt? Ja, TIE Fighter mich, glaube ich, besiegt? Hä? Wo bin ich angeblich reingefahren? Also ich hab da nichts gesehen. Tschüss! Gleich nochmal mit dem Ding. Das ist super. Kann man schon schießen, während man fliegt? Klar! TIE Fighter, nehmt euch in Acht! Ach man. Nicht ganz so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Fahrzeug verlassen, als wenn ich mein Fahrzeug verlassen würde. Der unnötigste Tipp des Tages. Schon wieder ein Spiel angekratzt hier. Ja, immerhin nochmal einen gekriegt hier. Also viele kriegt man damit eigentlich nicht, so viele Kills. Aber macht Spaß auf jeden Fall. Oh, vier Kills schon geholt damit heute. Also jetzt in dem Match. Müsst ihr, über die eine Spalte muss man die ganze Zeit drüber fahren. Also, da kommen immer welche raus, glaube ich. Ist gar nicht so blöd, darüber zu fahren. Ach Mann, da kann man reinfallen in die Spalte. Verdammt.
Ach, Manu. Nein, maximale Spieleranzahl. Jawohl, es geht wieder. Hab schon gedacht, ich krieg keinen Speeder mehr. Puh, das war ein Schock. Oh, Mann. So, ich kann sogar einen Helden nehmen. Cool. Du bist auch Erster. Wenn du dann keinen Helden nehmen könntest. Was nimmt man jetzt hier? Ist die Frage. Finn? Ja, Finn. Irgendwas verschießen kann. Ich will jetzt nicht mit Lichtschwert rumlaufen bei den bei den Gängen hier am Anfang irgendwie. Ja, stimmt. Später sind vielleicht gar nicht so schlecht mit Lichtschwert. Ja. Oh, ich bin schon wieder zu weit gefahren, sehe ich gerade. Das fährt hier zu weit. Wow! Ah, verdammt, den habe ich viel zu spät gesehen. Da war es zu viel rot vor mir, da habe ich den ATM-6 nicht gesehen. Das war ein bisschen doof. Aha. Kann man ja mal übersehen. Kann man übersehen. Ja, der war wirklich so im... Der war versunken irgendwo, den konnte man nicht sehen. So, drauffeuern auf den Kampfläufern. Alles draufhauen. Naja. Oh, jetzt auf den anderen. Oh, hier ist einer im Loch drin. Nein, in mich ist ein TIE Fighter reingeflogen. Wie kann man echt? Wow. Ja. Das hatte ich auch noch nicht. Also entweder hat er mich gekillt, aber ich glaube, er ist mich reingeflogen. Ich meine, er ist mich reingeflogen. Ah. Gemeinheit. Zielorientiert. Ach, ich habe von oben einen abgeschossen. Also ich habe von oben drauf geschossen. Im Runterfliegen. Ah, auf der Seite macht es schon mehr Spaß, die Map hier, ne? Die macht deutlich mehr Spaß. Die macht deutlich mehr Spaß. Ja, die Speeder ist schon echt geil, aber das ist halt echt gemein, weil die andere Seite halt echt kacke ist. Naja. Na, ah, schade, ich krieg den Blach. Ich krieg den TIE Fighter. Schade, schade. Ja, zu schön gewesen. So, da ist doch schon wieder einer. Ach, man noch angekratzt. Jetzt kommen sie doch hier mal hinten mal raus, die Gegner wenigstens. Ja, gleich wieder nächsten Kill gemacht. ATST der ersten Ordnung hat mich gekillt. Schade. Oh ja, ich sehe auch einen. Vielleicht ist es der. Ja, ich glaube, da läuft auch nur einer rum, oder? Ja, ich glaube auch. Ist ja ungewohnt, dass man mal als Rebellen coole oder als Widerstand coole Fahrzeuge hat. Das ist man nicht gewohnt. Ja, also, stimmt. Normalerweise hat man immer nur irgendwelche Kackfahrzeuge, wenn man auf Seite der Rebellen ist. Ja, höchstens so Flieger. Ja, stimmt, die Flieger sind gut. Ich habe jetzt zum dritten Mal denselben Typen gekillt, ey. Der Arme. So, einmal umdrehen und dann. Feuer ist noch nicht nachgelöst. Ach Mann. Ah, der erwischt ihn nicht. Ich hab ihn überfahren. Oh, da kommt schon wieder ein ATST. Ach, das mittlere macht den Schaden höher und das andere macht, dass man länger schießen kann. Okay, verstehe. So, jetzt holen wir mal den ATST hier, dann nervt mich nämlich. So, weg ist er. Und ich fahr auch gleich hier wo rein, ey. Ich weiß, ich hab mich öfter selber gekillt, als andere mich gekillt haben, auf jeden Fall. Ah, ist das cool. Also ich weiß schon, wenn ich die Karte spiele, da kriegst du mich nicht mehr aus den Fahrzeugen raus. Naja. Ah, macht dir echt am meisten Spaß. Jawohl, Killer ist das für einen TIE Fighter bekommen. Oh, ich bin schon wieder vorbei an der Party hier. Oh, ich glaube, das mit dem Kampfläufer zerstören wird nichts. Egal. Schaden her hier. Ah, Mist. Der ATS hier reingefahren, dachte ich kann ihn zerstören, war nix. Oh, die sind gleich da, oder? Ja, die sind gleich da. Noch einmal ins Spiel reingehen, nochmal einmal von oben auf sie drauf feuern. Kann man gerade nicht auf sie drauf feuern. Schade. Aber jetzt wird es natürlich schwierig, dann zwischen denen immer durchzumanövrieren. Da ist ein Spieler. Ja, was? Es ist? Nee. Das habe ich aber ganz anders gesehen. Ich muss mal ganz genau immer auf dem Bildschirm hinschauen. Was? Zurückziehen? Ach, Manu. Schon wieder besiegt worden. Ich glaube, ich habe mich zurückgezogen, wahrscheinlich deswegen. Ja, ich bin schon gelaufen währenddessen. So, unmittelbar und schmutzig. Aber jetzt ist ein bisschen extra hier. Jo, es geht gleich weiter mit Wookie, das ist gut. Na, das ist doch super. So geht's, so kann's doch losgehen. 10 zu 9 momentan auch, ja, wunderbar. 10 gekillt mit den Dingern, nicht schlecht. So, dann zeigen wir ihm mal, was die Wookies hier anrichten können. Hört jetzt genau zu. Truppen der ersten Ordnung versuchen, unsere Shuttle zu sabotieren. Also sollen sie es versuchen. So, wo sind sie denn? Dann müssen die doch direkt hier sein, die ersten. Ah, das ist einer von uns. Kann ich zwar drauf schießen, bringt uns aber nicht viel. Die brauchen ein bisschen, bis sie zum ersten Mal reinrennen, oder? Ja. Habe ich ein bisschen unterschätzt. Hab gedacht, Oh, hier ist ein ATST. Oh mein Gott. Der lebt immer noch. Nervig. Ah, der macht mich fertig. Ah, oh, macht er mich fertig. Hat er es nur auf dich abgesehen, oder was? Nein, nee, der hat da irgendwie auf alle geschossen, aber.
Ich hab den auch gar nicht kommen sehen. Im Aber wenn mir denn unsere Leute rot markieren, was soll denn das? Das weiß ich auch noch nicht, warum das manchmal so ist. Das ist komplett verwirrend. Ich hab grad gedacht, überall sind Gegner und ich habe auf unsere Leute geschossen. Jetzt sucht der Kerl mich aber hier mit seinem LTS hier, oder was? Hast du schon einen neuen Freund gefunden? Ah, da hat mich irgendwer gerettet hier. Na, nee. Wieder Assist nur. Oh, da ist auch schon eine Ray unterwegs. Da kommen sie schon wieder alle hier, die Spaßvögel. Ah, das macht Spaß, wenn wir den Buki schon wieder richtig reinholzen. Feindliche Anführer im Einsatz. Ja. Ray kümmert sich da schon drum. Ray macht das, ja. Ey, Jungs. Macht keinen Mist hier. Oh, was war das denn? Milo. Ich bin ewig weit geflogen gerade eben. Heil dich doch, Rookie! Achso, ich kann mich gar nicht mehr. Hat er auch weggezogen. Mist. Mach irgendwie gerade keinen Schaden als Rookie. Was ist da los? Oh, wow, wow. Weggeflogen, nein. War irgendwie keine gute Wookie-Runde. Ach, ich habe so viele Punkte, dass ich mir gleich nochmal einen Wookie nehmen kann. Ja, so mag ich das. Und dann? Gleich nochmal. Na, gleich nochmal. Er war trotzdem nicht gut. Für den Wookie, den Minenhangar verteidigen. Arbeite dran. Ui, da vorne geht's auch schon wieder ab. Sind einfach zu viele. Ja. Die kommen von überall. Auf Entfernung ist der Wookie auch nicht so die richtige Wahl. So, dann müssen wir eindeutig weiter nach vorne. Da vorne sollen wir verteidigen. Nicht da hinten, wo ihr alle steht und versucht, was abzuräumen mit euren Camp-Attacken. Ja, komm. Nein, der Luke ist gestorben. Das arme wieder. Wieso werden unsere Leute. Das werde ich nie verstehen. Also, ich verstehe auch nicht genau, warum die rot angezeigt werden. Ich habe keine Ahnung. Ist halt. Nein! ATST! Nein! Wer hat denn sowas dahin gebaut? Shit, haben die mich schon wieder überrannt hier. Ein drittes Mal, Wookie, komm, geht schon. Ah, Mann. Sie versuchen, den Hangar zu erobern. Ja, sollen sie es versuchen. Ah, hier ist eine Captain Fasma oder was? Ja. Ah, wird auch nie langweilig hier. Sie lassen sich mal was Neues einfallen. Das ist, glaube ich, mal ein bisschen. Da ist schon wieder der ATST. Ich komme nicht mal raus aus dem Ding hier. Da ist schon wieder ATST vor uns. Taktil. Wir hatten den da gepackt. Vor allem, wie lange lebt denn der bitte? So lange. Da haben wir wahrscheinlich mega die Karten drin, oder? Na, oder es kommen immer wieder neue. Ich weiß nicht genau. Ja, der ATST, wieso haben wir denn vorhin keinen gehabt? Der ATST ist halt echt mies da hier, gegen normale Einheiten. Okay, weiter zurück. Oh, da ist einfach einer vor mir hier. Nein, zieht euch zurück. Ja, jetzt sterbe ich eh gleich, weil ich zu weit vorne stand. Das kann ich schon. Ja, ich bin auch noch hinter dir am Laufen. Weil ich glaube, ich sterbe auch, ja. Na, ich glaube, bei mir sieht es momentan wieder ganz gut aus. Na, die sind alle hinter mir her. Nein, zurück! Ja, jetzt bin ich hinter dir, weil ich mich verlaufen habe. Nein! Ich hab's gesehen. Nein. Aber hier stehen uns schon unsere Leute. Ja, sie werfen mit Granaten auf uns. Hui! Was soll das nochmal irgendwie hingekriegt haben hier? Ich hab schon gedacht, kommen und schießen uns gleich in den Rücken. Ich hatte fest damit gerechnet, ja. Wann kommen sie? Jetzt nur eine Frage. Wann kommen sie? Jeden Moment ist es soweit. Jetzt können sie ihren ATS nicht mehr so verwenden. Da sind sie, sie sind da. Ah, da ist auch noch ein Kylo. Was? Ich hab nichts erwischt mit dem Ding, mit dem Thermalimploder. What? Was soll denn das? Das ist alles Beschiss hier. Das ist doch alles Beschiss hier. Separatisten-Anführer eingetroffen. Meister Yoda ist hier. Da kann es ja nur noch gut werden. Separatisten-Anführer ist übrigens gerade eingetroffen, wollte ich dich drauf hinweisen. Ja, immer diese gefährlichen Separatisten-Anführer bei der ersten Ordnung. Das ist geil. Naja, das sind so die kleinen lustigen Bugs, mit sowas kann ich erleben. Naja. Damit kann ich auch total leben. Irgendwie habe ich hier noch nicht so den Gegnerkontakt. Wo sind denn die alle? Alle eher hinten irgendwo. Ah, Fasma und. Oh nein, und Kylo. Ich sehe nur Yoda. Oh, ich sehe. Ist das Fasma? Nee, das, oh, das sind ja drei Helden hier auf der Seite. Ja, ich glaube, ich bin auf der richtigen Seite. Die, wo nicht die Helden sind. Ist hier weg. Und schnell. Ah, ich glaube, ich sehe die Heldenseite. Ah, ja. Ach so, oben drauf irgendwo so.
feiern hier auch schon alles zusammen hier. So, können wir ein paar Kills machen hier. Zeigt der Wookie, was er kann. Oder auch nicht. Au, 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 ich gehe ja schon in Deckung. Ich weiß, du wirst nicht gerne abgeschossen, mein Wookie. Ja. Wookie, mein Wookie. Nee, der ist auch so hohl, der hat den nicht Hä? Wieso hat er den nicht angegriffen da oben? Boah, was, wodurch habe ich gerade so viel Schaden genommen? Ja, wenigstens habe ich mitgeholfen. Mein Gott. Überleb, überleb, überleb. Ich glaube, irgendwie schaffe ich das. Ja, ist ja gut. Aber die Kämpfe hier drin sind schon echt spannend, muss man sagen. Ja. Ist echt ganz cool gemacht. Ich treffe schon wieder nix. So, jetzt hau ich ihn weg. Jetzt hau ich ihn weg. Jetzt hau ich ihn weg. Gibt's doch nicht. Hä? Ich würde sagen, es hat ein bisschen lange gedauert, die zu treffen. Komm, gefälligst da hoch. Oh. Oh, 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 oh. So übel. Ja, ich krieg hier irgendwie andauernd irgendwas ab. Ich weiß noch nicht von wo. Von überall. Aber ich lebe immer noch. Oh, das ist das Wichtigste. Vorne ist auch Raider, glaube ich, oder so. Irgendwer ist da vorne auf jeden Fall. Irgendjemand Unangenehmes. Mit dem man normalerweise nichts zu tun haben möchte. Was man zum Beispiel relativ wenig sieht, sind eigentlich so Schattentruppler oder sowas. Das nehmen irgendwie wenig Leute, oder? Ja, stimmt. Jawohl, die kann man hier auch gar nicht nehmen. Die haben ja die Flammenwerfer dafür. Ach, stimmt. Ah, stimmt, das ist ja erst dort. Was ist das denn gewesen? Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Das war irgendwie gemein. Ich weiß zwar nicht, wer es war und was es ist, aber es ist gemein gewesen. Oh, Raider, ja, hallo. Oh. Oh, Raider ist am draufgehen. Der hat nicht mehr so viel. Wo aim ich denn hin hier? Da, den habe ich. Sehr gut. Du bist da an deiner Lieblingssäule? Die Säule ist mein Freund. Geht da oben ist noch Kylo. Geht nichts über meine Säule. Die Säule. Raider ist in der Höhle da hinten drin. Ja, ist da. Kylo ist da oben drauf noch. Pass auf. Ah, ich habe versucht, das Licht Dings zu werfen, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist sogar eine Kugel, das wusste ich gar nicht, dass das eine Kugel ist, der Schild. Cool, ich hab's mir mal gesehen gerade. Na stimmt, ne? Das geht da durch, ja. Au! Halt auf mich da. Meine schöne wohl. Ja, meine wunderschöne Deckung wurde kaputt gemacht. Finde ich nicht fair. Ja, verpiss dich doch. So, Raider. Langsam muss ich mich hier ganz zurückziehen, glaube ich. Ja, ich bin auch schon dabei, mich zurückzuziehen. Versuch gerade noch Raider irgendwie auf Distanz zu halten. Bis jetzt klappt's noch halbwegs. Irgendwo da hinten muss er sein. Oh, der steht genau da, wo mein Thermalimplode hochgehen sollte. Jetzt nicht mehr. Weg hier. Geh doch, weg. Ah, das ist ein Kampf hier. Krass, krass auf jeden Fall, krass. Richtig krass. Oh, Raider kommt vorbeigeflogen. Aber hat er sich geheilt? Kann die sich heilen? Kann sich Raider heilen? Durch eine Karte, ja. Ja, würde ich sagen, der hat auch deutlich mehr Lebensenergie als vorher. Das hat mich irritiert. Ach, es ist nur ein Raider. Ja, ich zieh mich mal auch wieder da hinten hin. Zurück. Ah. Gute Idee. So, wirklich nach draußen geht's nicht mehr hier irgendwie. Das Einzige, was man machen kann, ist sich zurückziehen. Oh, da Maul, der springt aber todesmutig auf alle zu. Ja, hat leider nur einen Assist gebracht. Ja, mir auch. Ja. Besser als nix. Ja, ist schön. Hier ist das Tor. Ich schieß gerade zwar auf alles, aber ich treffe nichts. Oh, da kommen noch mal einige. Da kann man vielleicht auch mal was treffen da vorne. Man selber wird irgendwie auch relativ wenig getroffen dafür, dass es da vorne so krass abgeht. Ja, das stimmt. Fünf noch. Kriegen wir hin. Oh, haben den Flammenwerfer. Ja, sind Flammenwerfer irgendwo da vorne. Ich schieße eigentlich nur noch auf den. Ja, ich schieße alles, was sich irgendwie bewegt. Einfach nur durch den Spalt. Ja. Trifft immer die richtigen, glaube ich. War eine knappe Sache, aber haben wir hingekriegt. Ich habe gar nicht geschaut auf die Punkte, aber es war cool. Und da geht's zu. Ja, verschwinden wir von hier, das ist eine gute Idee. Na, schauen wir, was die nächste Karte ist. Lassen wir uns mal überraschen. Da ist der Tombi wieder ganz oben, da wo er hingehört. Ja, zweiter. Ach, immerhin. Oh, ich habe Stufe 15 erreicht. Na, auch was. 33 zu 11 habe ich.
Das ist doch gut, ey. Ja. Längste Kill-Serie. Längste Kill-Serie 11. Was zur Hölle, wann habe ich denn 11 gemacht? Also Speederfahren, also. Speeder, aber das. Der über mir ist, der hat einfach 10 Kills nur. Ach man. Aber wie hat er das denn gemacht? Das ist eine gute Frage, wie er 14.000 Punkte mit der. Da muss der ja übelst Assist gehabt haben. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.